Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe und Folge von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute bin ich da mit dem GLP-Politiker, mit dem Doyen von der grünliberalen Nationalrat Martin Bäumle. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich da Zeit nehmen. Danke, ja. Wir haben ja schon mal miteinander geredet und jetzt machen wir es zweites Mal. Und zwar, der Anlass ist natürlich so klar. Gestern war noch eine Rede vom ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky im Nationalrat der Vereinten Bundesversammlung. Erste Frage: Wie haben Sie die erlebt und vor allem, wo haben Sie die erlebt, Herr Bäumle? Also im Nationalratssaal selbstverständlich. Es war einerseits sehr emotional, insbesondere für mich, weil ich eine sehr starke Verbindung habe mit der Ukraine und natürlich auch mit ihm ein Stück weit auch mitleiden. Und ich muss aber auch sagen, seine Rede hat mich eigentlich positiv gefunden. Ich war sehr froh gewesen. Er hat zwar sehr, sehr klar gesagt, wie er die Situation schildert, hat ganz klar seine Propaganda natürlich auch gebracht, seine Aussagen gemacht, emotional. Aber so kennt man ihn. Hat aber auf der anderen Seite gegenüber der Schweiz, finde ich, sehr hat zwar seine Wünsche angebracht, hat sie deutlich geäußert mit den Zwischentönen, aber gleichzeitig nicht fordernd. Also es ist, für mich hat er sehr diplomatisch anständig und gut gemacht, zum eigenen ja, die Schweiz auch Verständnis zeigt für die Schweiz ihre Rolle. Und er hat ja insbesondere auch auf Friedensvertrag, Friedensgespräche hingewiesen, was ich natürlich gehofft habe, dass er nicht nur über Waffenlieferungen diskutiert. Was ist quasi das Kernelement, die Hauptmessage, die Sie da mitnehmen von dieser Botschaft vom ukrainischen Präsidenten? Also ich finde es schwierig, eine Hauptbotschaft mitzunehmen. Er hat eigentlich alle Botschaften gebracht. Er will die am liebsten von der Schweiz Waffen, er will die sicher mehr humanitäre Hilfe, aber er hat auch klar gesagt, dass er die Schweiz auch in einer Rolle gesagt, eine Friedenskonferenz zu organisieren, abzuhalten. Das habe ich so in dieser Form jetzt von ihm das erste Mal live gehört, wenn ich ehrlich bin. Wir wissen, dass die Ukraine die Schweiz als Schutzmacht hätte wollen einsetzen, dass wir dort die Russen geklemmt haben, wegen unseren Sanktionen. Und ich weiß nicht, wie man dort weitergeschafft hat. Ich finde das ganz wichtig, dass man auf dieser Ebene wirklich Sie sagen es eigentlich, oder? Die Friedenstöne. Friedenskonferenz hat er angesprochen, auch einen Friedensplan, den er eigentlich verfolgt. Stimmt das zuversichtlich? Wissen Sie da vielleicht mehr mit Ihren Kontakten in die Ukraine? Was hat es auf sich mit der eigentlichen Friedensrede von dem ukrainischen Präsidenten, den wir gestern gehört haben? Gut, seinen Friedensplan kenne ich natürlich. Der ist schon lange eigentlich auch, habe ich auch angeschaut. Dort hat man einfach auch das Problem, was ich auch schon angetönt habe, dass die Vorbedingungen, um überhaupt anfangen zu reden, sind auch von seiner Seite, von der ukrainischen Seite, verständlicherweise natürlich sehr hart. Und die russische Seite ja auch völlig unrealistisch. Und dort habe ich halt immer die Erwartung, dass auf beiden Seiten jetzt mal sagt, um überhaupt an den Tisch zu sitzen, dürfen wir nicht alle härtesten Bedingungen setzen. Weil sonst ist es schwierig, an den Tisch zu sitzen, wenn beide mit Maximalabstand sagen, bevor nicht das und das erfüllt ist, rede ich nicht über Frieden. Ich glaube, beide Seiten müssen da einen Schritt machen, ob sie bereit sind. Also zumindest die Bereitschaft von Seiten der Ukraine ist jetzt wieder gezeigt worden. Und man müsste auch irgendwann mal ein Signal haben von Moskau, dass sie das auch ernst meinen. Es gibt auch immer so ein Halbsignal, oder? Aber man weiß es eigentlich nicht wirklich. Jetzt ist das auch vielleicht ein Wink mit dem Zaunfall, dass das genau in der Schweiz passiert ist, oder? Die ersten Friedensworte quasi vom ukrainischen Präsidenten. Haben Sie diesbezüglich vielleicht auch noch Hoffnungen, dass das Aussendepartement von Ignacio Cassis einlenkt? Was hören Sie da? Was vernehmen Sie? Also so ist nicht das erste Mal, dass er natürlich gesagt hat, nach mir hat die Friedensformel schon diskutiert an anderen Orten, aber dass er so ausdrücklich auch nochmal erwähnt hat und die Schweiz erwähnt hat, das könnte auch eine Chance sein, die ich finde, sollte ich da und um den Bundesrat Cassis jetzt aufnehmen, mit auch der Alain Berset als Bundespräsident, um wirklich jetzt da vielleicht weitergehen und sagen, was wären die Möglichkeiten, wie könnte man es machen, was könnte man in der Schweiz abhalten. Oder auch an einem anderen Ort. Ich glaube, es muss nicht zwingend die Schweiz sein. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt wirklich, das auch aufzunehmen, die Problematik. Weil auf der anderen Seite, mir ja klar bei der Waffenlieferung, wo er auch ein gewisses Verständnis hat für unsere Rolle, dass man sagt, dort können wir jetzt nicht die Hauptrolle spielen. Das haben andere Länder spielen dort die Rolle. Aber die Schweiz könnte in dieser Vermittlung, Friedenslösung durchaus eine Rolle spielen. Und dann eben auch im Wiederaufbau. Ich glaube, da hat die Schweiz bereits einen ersten grossen Schritt gemacht in Lugano. Das geht jetzt ja weiter. Auch dort hat er klare Appell gerichtet. Und ich glaube, dort muss die Schweiz wirklich auch aktiv sein und kann deutlich mehr auch jetzt schon machen in der aktuellen Lage, weil es geht jetzt schon um einen Zwischenwiederaufbau. Also das wäre ganz wichtig. Sie haben es eigentlich angesprochen, die Waffenlieferungen. Die Woche hat der Nationalrat auch darüber abgestimmt. Es ist da eine Mehrheit dafür, dass wir die 25 Leopard 2 Kampfpanzer indirekt quasi in die Ukraine liefern würden. Sie haben da dagegen gestimmt. Wieso vielleicht?
Also das Schlimme an dem Entscheid ist, dass er eigentlich auf dem Rechtlichen gar kein Problem ist. Also wir können Panzer außer Dienst stellen, dass, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das ist in der Armee umstritten. Jetzt kann man zum Schluss sagen, okay, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dass man sie gerade jetzt außer Dienst stellt und nicht vor 4 Jahren oder erst in 2 Jahren, ist ein Zufall, kann man sagen, ist es eben nicht. Und dann ist aber verknüpft der zweite, dass man da eine Bedingung daran knüpft, dass man die nach Deutschland weitergibt. Und auch das noch, also die Deutschen könnten die uns tatsächlich abkaufen. Das wäre legalmässig möglich. Aber wenn natürlich die Kommissionssprecherin und alle Ratsmitglieder, die dafür waren, mehr oder weniger klar sagen, man will die Panzer außer Bedienst zählen, damit man sie nach Deutschland liefern kann, damit die ihre in die Ukraine liefern können, ist das die offizielle Ankündigung vom Ringgeschäft, wo ich finde, das ist absolut inakzeptabel, dass wir offen zu einem Ringgeschäft Ja sagen, eben wiederum als unser neutrales Land, das für die Verhandlungen, für die humanitäre Hilfe eine Rolle spielen sollte. Das kommt wahrscheinlich bei der Seite Russland nicht sehr gut da in der aktuellen Situation. Natürlich, der Herr Zelensky freut sich, aber unser Kriegsmaterial wird nicht entscheidend sein, aber verhindert möglicherweise, dass wir als Friedenspartner dann von Russland überhaupt noch akzeptiert werden. Wie ist es vielleicht also intern oder die Grünen-Liberalen haben da mehrheitlich auch dafür gestimmt? Sie sind da quasi wie ein Gegenpol gewesen bei ihrer eigenen Partei. Was ist da vielleicht abgegangen in der Partei intern? Wie ist da der Gegenwind gewesen gegenüber ihrer Position? Also ich bin schwer enttäuscht über meine Fraktion, weil ich habe eigentlich die Haltung seit einem Jahr versucht eigentlich aufzuziehen und zu sagen, und die Fraktion hat eigentlich ohne mich wirklich einzubeziehen eine andere Position dann entwickelt und ich bin dann irgendwann einfach in der Minderheit gewesen, habe ich gemerkt. Und das tut mir schon sehr weh, dass in dieser Frage, wo ich glaube ich auch ein Rechtsbasiswissen habe, sehr viel Engagement gezeigt habe, vor allem auch in der Ukraine direkt am Arbeiten bin. Ich bin ja nicht in Russland am Arbeiten, in der Ukraine am Arbeiten mit humanitärer Hilfe. Für mich ist das sehr schwierig, aber die Fraktion weiss ganz genau, dass ich in dieser Frage meine Linie, die ich jetzt seit einem Jahr ziehe, konsequent, auch wenn sie schwierig ist, sie kommt nicht überall gut an. Also wenn sie der Ukraine das sagen, ist das nicht persönlich, dass dann alle jubilieren. Es gibt diese Stimmen. Aber natürlich, die Ukraine wird viel mehr ganz anders sein. Aber wir müssen die Stimme der Vernunft muss die Schweiz bleiben. Und ich versuche die halt immer noch in den Raum hineinzukriegen. Es gibt einfach zwischen Schwarz-Weiß gibt es Grautöne. Vielleicht bei all den Befürwortern von diesen Waffenlieferungen, die für mehr Solidarität befürworten, dass man quasi die freiheitlichen Werte, unsere Werte, die westlichen Werte in der Ukraine verteidigt. Was ist der ganz grosse, der zentrale Irrtum in dieser Haltung aus Ihrer Perspektive? Also für mich ist der wichtigste Fehler, dass wenn die Schweiz ihre Rolle als neutraler Verhandlungspartner, der zwischen den beiden Blöcken vermitteln kann, also wenn man so eine Friedensverhandlung führen will, irgendwo in Genf, dann muss man von beiden Seiten akzeptiert werden als einigermaßen neutral. Und die Schweiz hat ja mit den Sanktionen schon einen Schritt gemacht, wo sie aus meiner Sicht richtigerweise müssen machen. Das muss man daraus klipp und klar sagen. Nach dem Angriffskrieg, alles andere wäre nicht gegangen, zu dem stehe ich. Muss man sagen, muss man vorsichtig sein, wie man umgeht. Und wenn man jetzt noch mit der Waffendiskussion noch mehr in die Richtung zieht, Neutralität eigentlich ein Stück weit ritzt oder verletzt, dann wird es ganz, ganz schwierig, die Rolle, die die Schweiz in den letzten 50 Jahren zum Teil sehr erfolgreich gespielt hat, Schutzmacht war von Ländern, die nicht demokratisch sind, selbstverständlich, aber trotzdem können immer eine vermittelnde Rolle spielen. Wenn man diese Rolle verliert, dann wird es auch ganz schwierig, da Friedensverhandlungen aufzunehmen, wo ja offenbar beide Seiten immer wieder mal davor reden. Jetzt haben wir diese Woche haben wir den Panzerentscheid gehabt, jetzt haben wir Dreh gehabt vom Zelensky, vom ukrainischen Präsident im Parlament. Was hören Sie für Stimmen aus Russland? Wie sind da die Reaktionen? Ich habe zu Russland eigentlich nicht so viel Kontakt jetzt direkt. Also wie jetzt die Reaktion auf die Rede, habe ich jetzt das Gefühl, da muss man überhaupt nicht gross diskutieren. Also es war eine Anfrage, es war ausserhalb der Session. Der Herr Zelensky hat zu uns geredet, das finde ich absolut korrekt. Wir haben jetzt einfach einen weiteren Präzedenzfall, wenn andere Staatschefs auch wieder da fragen, dass wir dann natürlich nicht einfach Nein sagen können, irgendwelchen Gründen, wir entscheiden wie, wo, was, sondern dass wir als neutrales Land da relativ offen sind. Aber da sehe ich neutralitätspolitisch null Problem. Ich glaube, das ist auch richtig, dass man, weil es andere wäre ein Affront gewesen, wenn man jetzt die Einladung nicht angenommen hätte. Dumme Frage, wenn der Präsident Putin aus Russland würde anfragen, was wäre dann? Ja, das wird dann eine schwierige Aufgabe für das Büro, wo das so entschieden hat. Und ich bin dann gespannt, wie sie würden entscheiden, wenn jetzt der Herr Putin zu uns reden will. Ich hätte einfach das Gefühl, wenn er zu uns... Also erst glaube ich nicht, dass er das will, weil er tickt mit seiner diktatorischen Grundhaltung vermutlich nicht so, dass er zu einem demokratischen Parlament, wo er das Gefühl hat, er könnte etwas bewirken. Da tickt er einfach anders als Person. Und wenn, dann habe ich das Gefühl, wäre dann der Saal wahrscheinlich sehr leer, weil dann vielleicht nur die SVP drin sitzen, wahrscheinlich ich auch aus Höflichkeit und wenigstens zuhören.
Und wahrscheinlich würde er nicht das sagen, was wir hören wollen. Und wahrscheinlich wäre es so schlimm, dass er sich selbst desavouieren würde. Also, das ist durchaus ein grosses Risiko. Und das muss man Herrn Zelensky natürlich lassen. Seine Rede ist natürlich sehr abgestimmt auf die Schweiz. Er hat wie sich eingeschafft, auch auf unser Land eingestellt in seiner Rede. Und ich glaube, da müsste der Herr Putin noch einiges von ihm lernen. Was bedeutet jetzt die Rede konkret für die Schweiz? Ja, ich glaube, konkret, direkt wird sie nicht sehr viel bedeuten, wenn man nichts daraus macht. Ich hoffe jetzt, dass man es aufnimmt. Aber nicht, indem man jetzt einfach weitermacht, möglichst nur die Waffenlieferung und indirekte Waffenlieferung pushen, wie man es bisher in Bern macht, sondern tatsächlich die Frage humanitäre Hilfe, Wiederaufbaukonferenzen, aber vor allem eben die Friedensverhandlungen ansetzen. Und da braucht es mit beiden Seiten Gespräch, damit sie einmal zumindest mit wenig Bedingungen oder ohne grosse Bedingungen irgendwann bereit sind, an den Tisch zu sitzen. Natürlich wird gewisse Grundsatzbedingungen brauchen. Also es kann nicht sein, dass man einfach sagt, der Putin kann einfach jetzt dort, wo er sitzt, sein und kann darauf spekulieren, ein paar Monate zu verhandeln und dann nachher weiterzumachen. Das ist ja eine grosse Angst. Sondern es braucht mindestens einen grösseren Teilrückzug von der russischen Armee, weit an die Grenzen zurück, wo eigentlich so 24. Februar war. Von der SVP hört man häufig, dass sich die Schweiz da eigentlich schon in den Krieg immer weiter reinziehen lässt, dass man quasi Kriegspartei ist. Jetzt hat man gestern eine interessante Stimme gehört, und zwar der Fabian Molina, Außenpolitiker von der SP, hat im Tag täglich gesagt, wir sind im Krieg. Was sagen Sie zu dem? Ist das tatsächlich? Ist die Schweiz im Krieg? Ich glaube, das ist ein das Problem, das ich auch in Bern spüre, dass viele sich da voll in das Bündnis wie einbinden lassen und so tun, wie wenn wir alle gemeinsam jetzt müssten da sein. Und ich glaube, das ist der grosse Fehler. Die Schweiz müsste sagen, jawohl, unsere Werte sind tatsächlich europäische Werte. Unsere Werte sind näher, ganz klar näher als das, was der Herr Putin vertritt. Was aber nicht heisst, dass wir als Schweiz nicht auch miteinander reden müssen. Unsere Werte sind auch näher mit Europa als mit China. Und trotzdem müssen wir mit China den Dialog pflegen. Um auch dort allenfalls eine vermittelnde Rolle spielen. Auch dort gibt es Konfliktfelder, wo ich glaube, die Schweiz könnte die Rolle spielen. Wenn sie sich jetzt aber einfach einseitig sagt, das sind unsere Werte und wer die nicht teilt, dann mit dem sind wir im Krieg, dann der versteht meiner Ansicht nach auch unsere Neutralitätsposition, wie wir sie in der Vergangenheit recht erfolgreich vertreten haben und vielleicht den einen oder anderen Konflikt haben können vermeiden, schlicht nicht. Vielleicht noch in Zukunft. Was wünschen Sie sich jetzt in der jetzigen Situation mit dem Panzerentscheid, mit den Sanktionen, die immer noch Bestand haben, mit der Bühne, die man am Zelensky bot? Was soll in der unmittelbaren Zukunft passieren, auch von der Schweiz? Also ich glaube, man muss jetzt einfach mal auch dann wieder den Russen erklären, dass also unsere Entscheidungen eigenständig sind und dass sie das auch zu respektieren haben und wegen dem nicht uns nicht mehr als neutrales Land können anschauen können, wenn wir weiterhin bereit sind, eigentlich Verhandlungsgespräche auch mit vorzubereiten. Ich glaube, das ist ein Punkt, aber man muss auch die Ukraine natürlich klar machen, dass Verhandlungen organisieren auch bedingt, dass man nicht kann quasi einfach 100% Bedingungen setzen kann, dass man vielleicht muss gewisse Ergebnisoffenheit haben muss, weil das haben wir in der Schweiz ja gelernt. Wir gehen bei allen damals auch in Politik mit sehr harten Positionen. Am Schluss braucht es einen Kompromiss, wenn man eine Lösung haben will. Und da bin ich halt überzeugt, dass es ein sogenannter gerechter Frieden, wo nachher wirklich, was heisst gerecht, wird ganz, ganz schwierig. Es muss einer sein, der möglichst gerecht ist, der aber wirklich den Krieg kann möglichst rasch beenden und man wieder vorwärts schauen kann und wo es Sicherheit gibt für alle. Weil ich glaube, das Hauptproblem ist, dass sehr viele Leute jetzt Angst haben, die Sicherheit können wir nicht mehr herstellen. Aber das wird nicht besser, wenn man den Krieg noch massiv verlängert. Vielen herzlichen Dank, Herr Bäumle. Ihnen danken wir für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen ein schönes Wochenende und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heisst, Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.